Namaste. Du kommst bitte zum vorderen Ende deiner Matte und stellst dich hier auf dich ein. Du verharrst, aber es ist keine Bewegungslosigkeit. Du gibst in die Matte ab, drückst die Füße in die Erde, in die Matte. Die Erde ist vielleicht ein bisschen weit weg, viel weiter drunter. Gibst die Zehen an, lässt die Zehen von außen nach innen sinken. Spürst die Länge deiner Beine, richtest das Becken etwas auf. Ziehst die Wirbelsäule in die Länge. Die Schultern weg von den Ohren. Und mit der nächsten Einatmung, wir machen es ganz ruhig, ganz weich, ja? Hebst du locker die Arme an und kommst in eine Ruhehocke. Achte auf deine Fußstellung, einfach nur damit du für dich weißt, wie sind die Füße gerade. Etwas weiter auseinander, etwas enger und passt das so für dich an, wie du gut stehst. Das ist die Einatmung. Mit der nächsten Ausatmung beugst du locker vor. Knie gebeugt, du lässt dich einfach hängen, du spürst, wie noch mehr Bewegung in den Körper kommt. Diejenigen, die schon joggen waren heute Morgen, können das trotzdem nochmal weich machen. Hier hebst du einatmend den Rücken etwas an. Das Ziel ist, den Rücken zu strecken. Ziehst die Schultern weg von den Ohren. Und wer möchte, behält die Luft in der Lunge. Ansonsten kommst du einatmend mit dem rechten Fuß nach hinten. Ausatmend mit dem linken. Du drückst dich in den abwärts schauenden Hund und gleitest weiter über den Liegestütz direkt zu Boden. Wer noch Luft in der Lunge hat, hier ausatmen. Bis in der Bauchlage. Wenn du die Füße hast ausgleiten lassen, stellst du die Zehen wieder auf. Einatmend, sanft aufrichten in eine Kobra. Und dann ausatmend zurück in den abwärts schauenden Hund. Und jetzt bringst du den rechten Fuß nach vorne. Beugst das Knie, stellst den hinteren Fuß auf, richtest dich auf, kommst in die Kriegerstellung und bleibst hier einen Moment. Und für dich, in der Runde, in der wir jetzt sind, bewegst du dich ein bisschen durch. Ziehst mit den Schultern abwechselnd rechts, links nach oben, wackelst sanft mit den Hüften. Also alles oberhalb der Füße bewegt sich etwas. Kannst sanft mit dem Kopf kreisen, behalte dein Gleichgewicht. Mit der nächsten Ausatmung dann beugst du vor, bringst die Hände zum Boden, gehst in den Liegestütz und lässt dich zu Boden sinken, so wie die Kraft jetzt da ist. Ganz ausatmen. Mit der nächsten Einatmung richtest du dich wieder auf, stellst die Zehen auf, schiebst dich hoch in den abwärts schauenden Hund und bringst einatmend den linken Fuß nach vorne. Stellst den rechten hinten auf, Zehen zeigen nach vorne und über dem gebeugten Knie richtest du dich auf. Kommst wieder in die Stellung des Kriegers, der Kriegerin und auch hier auf der Seite erstmal in die Länge ziehen, kreisende Bewegung aus den Gelenken, so wie es jetzt für dich geht, an den Kopf denken, den Kopf mitbewegen. Und dann wieder in eine ruhigere Position kommen, spüren, was der Unterschied ist. Mit der nächsten Ausatmung kommst du in die ganze Vorbeuge. Einatmend richtest du dich auf. Und ausatmend schließt du. Einatmend wieder aufrichten. Ausatmend beugen. Einatmen, den Rücken strecken, ausatmen, den linken Fuß nach hinten bringen, einatmen, den rechten, ausatmen, zu Boden kommen. Einatmen, richtest du dich auf, ausatmen, kommst du zurück in die Stellung des Hundes.
Nimmst jetzt einatmen, den linken Fuß nach vorne, richtest dich auf und bleibst hier in der Stellung des Kriegers. Wenn du das Bedürfnis hast, dich weiter durchzubewegen, machst du das. Und wer mehr in die Haltung spüren will, bleibt in der Ruheposition und geht so in die Feinheiten. Wie ist die Fußstellung? Spürt zu den Füßen hin, zu den Hüften, zu den Knien, zur Länge der Wirbelsäule bis hoch zum Kopf. Wie ist die Handposition? Man könnte auch die Arme strecken und an den Daumen vorbei in die Ferne schauen. Mach das so, wie es jetzt für dich passt. Ich bleibe hier noch ein bisschen locker am Morgen. Atem fließen lassen. Atme bis tief in den Bauch, noch einige Atemzüge. Fühlst du dich im Moment? Mit der nächsten Einatmung hebst du bewusst etwas an, ziehst dich, die Beine bleiben, die Kraft zum Boden bleibt, aber du ziehst den Oberkörper in die Länge, hebst dein Herz an und ausatmend lässt du die Hände nach vorne sinken, gehst in den abwärts schauenden Hund, Liegestütz und wieder zu Boden. Hier richtest du dich einatmen auf und schwingst ausatmend zurück in den abwärts schauenden Hund. Bringst dann einatmend den rechten Fuß nach vorne. Kommst wieder in die Stellung des Kriegers, jetzt mit dem anderen Bein vorne. Gehst erneut deinem Bedürfnis nach, entweder noch wackeln, mobilisieren oder schon mehr nachspüren. Und bleibst einige Atemzüge in der Haltung. Was macht für dich diese Position aus? Der Name der Haltung ist Virabhadrasana, der Name eines Kriegers. Und was bedeutet das für dich? Krieg ist ja ein sehr hartes Wort. Ich hoffe, dass da die Berührung kaum vorhanden ist. Also gar nicht, geht ja nicht. Ne? Aber vielleicht zum Thema Herausforderung, Problem, Konflikt, das auf deine Realität anwenden. Wo musst du diese Eigenschaften aufbringen? Und was verbindest du dann mit dieser Position? Wie kann die Position dich stärken? Und mit der nächsten Ausatmung bringst du dann die Hände nach vorne. Wir strecken uns nochmal zurück in den abwärts schauenden Hund und bewegen hier die Füße auf und ab. Merkst du im Moment mehr deine Beine, mehr deinen Rücken oder was ganz anderes oder nichts? Nimm das wahr. Und dann wechsle und lauf jetzt mit den Händen auf und ab und komm dann mit Händen und Füßen langsam zusammen. Bis du in einer Vorbeuge stehst. Hier richtest du dich einatmend nochmal auf, ziehst dich in die Länge und lässt ausatmend die Arme sinken. So könntest du, wenn du nur eine ganz kurze Morgenroutine haben willst, dich durchbewegen. Ja? Wir machen weiter.